Wir kommen jetzt zu einer weiteren trickreichen Bildgestaltung. Und zwar werden wir bei diesem Bild, das ich jetzt hier ein bisschen vorbehandelt habe, mit Magenta, ein bisschen Weiß dazu, werden wir jetzt Sprühfarbe aufsprühen. Eine Farbe, die lösemittelhaltig ist, ist ein sogenannter Buntlack. Nicht zu verwechseln mit wasserverdünnbaren Sprühfarben, die sich hierfür nicht eignen. Wenn Sie hier hinten auf der Flasche eine Flamme sehen, dann wissen Sie, dass Sie das richtige Produkt gekauft haben. Ich werde nun den Malgrund mit einem Wassernebel versehen. Der muss richtig schön deckend überall aufgesprüht werden. Und jetzt setze ich die Sprühfarbe schräg an und sprühe einfach auf diesen Wassernebel drauf. Und jetzt soll die Farbe anfangen zu laufen. Sie sehen, wie sie hier schon runterläuft. Ich drehe jetzt das Bild um, ich setze noch mal ein bisschen Wasser drauf und sprühe jetzt hier von der Seite drauf. Und jetzt gebe ich wieder ein bisschen Wasser dazu und lasse das Ganze noch mal verlaufen. Ich kann mit dem Malmesser die Farbe noch ein bisschen verziehen. So, ich sprühe das Ganze noch mal ein. Und werde jetzt neben dem Braun auch ein Schwarz einsetzen. Hier nochmal das Braun drüber. Das schön laufen soll. Nochmal Wasser drüber. Sie sehen, wie da die ersten Schlieren entstehen. Hier reißt der Lack auf. Und jetzt geben wir einfach ein Schwarz dazu. Und wollen etwas mehr Kontrast noch schaffen. Hier ein Schwarz dazu. Und da noch ein Schwarz rein. Und jetzt wieder Wasser dazu. Und jetzt lassen wir es noch mal laufen. Hier reißt es auch wieder auf. Und diese schönen Strukturen, die wir jetzt hier geschaffen haben, die möchte ich eigentlich auch jetzt weitgehend erhalten. Ich werde hier noch mal etwas Schwarz drauf geben. Und so lassen wir das mal vorerst. Mit dem Malmesser werde ich jetzt hier ein paar Strukturen noch einbringen. Ich reiße also die Oberflächen noch mal auf. Und gehe noch mal leicht mit Braun drüber. Und somit ist der Abhang fertig. Er wird jetzt trocknen. Im Laufe der Trocknungszeit wird sich das noch etwas verändern. So, wir gehen jetzt zum Endspurt über und ich werde das Bild jetzt zügig fertig malen. Es wäre gut gewesen, wenn das alles hier schon trocken wäre. Aber das dauert dann wieder bis zu 24 Stunden oder sogar mehrere Tage, je nach Lackart. Ich lege mir jetzt hier den Himmel an. Diesen Himmel gestalte ich in Beige, damit es keinen Farbabriss gibt. Das passt hier gut zu der Farbe, die wir hier aufgesprüht haben. Das ist jetzt der Himmel. Und jetzt werde ich über den Himmel mit dem Malmesser noch ein paar Berge anlegen. Ich nehme dazu ein Beige auf und mische es etwas mit Sienna und setze das hier so an und ziehe das hier so runter. Ich mache das von der Seite, ist nicht ganz so günstig, aber es wird wohl werden. Ich führe das hier weiter, hier hoch. So, jetzt haben wir schon die Illusion ein bisschen bekommen, dass hier Berge handeln könnten. Und jetzt lege ich mir einen Van Dyck Braun noch drauf. Etwas Van Dyck Braun ziehe ich da runter. Hierher und auch hier rüber. Es ist nicht so einfach von der Seite das alles zu gestalten, aber wir versuchen es eben mal so gut wie es geht zu machen. So, Sie können sehen, dass das Bild inzwischen fertig gestaltet wurde. Also hier der Sprühauftrag. Und über diesen Sprühauftrag habe ich nun diese Berge gesetzt. Habe die mit dem Malmesser hier eingespachtelt, mit Sienna gebrannt, mit Van Dyck Braun,
mit etwas Beige dazu, sodass da verschiedene Farbnuancen entstehen. Und das Ganze habe ich dann ummalt mit etwas Beige und habe in dieses Beige auch Van Dyck-Braun mit hineingemischt, sodass das Beige etwas gebrochen wurde. Hier hinten ist viel Licht vorhanden, das heißt, hier führt das Ganze in die Unendlichkeit. Man möchte wissen, was da hinten los ist, was spielt sich da ab. Hier vorne habe ich mit dem Malmesser ganz kurz noch ein paar Vegetationsspuren eingebracht. Ja. Und somit könnte man das Bild als fertiggestellt auch ansehen.